Ciao zusammen und willkommen mal wieder zu einer Folge Pacify. Heute sind wir alleine unterwegs und es hat ja eine neue Map gegeben, die ich mir noch gar nicht angesehen habe, nämlich die Farm, und die könnt ihr hier oben auswählen. Puppen, das hatten wir ja schon auf meinem Kanal. Jetzt heute möchte ich gerne mal die Farm spielen. Ich mache jetzt Einzelspiele, also ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe es vorhin per Zufall gesehen, weil ich hatte das Spiel gar nicht mehr installiert. Wir schauen, ob wir das irgendwie hinbekommen. Okay, ich will nach Hause. Hier geht es ja schon mal nicht lang. Wir sind natürlich mit diesem Auto gekommen, hier ausgestiegen, auf der rechten Seite. Und jetzt, ja. Jetzt werde ich gleich mal den Spielsound so ein bisschen lauter machen. Ich hoffe, es ist nicht zu... Hühner? Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Das verwirrt mich. Ihr verwirrt mich. Ich glaube, ich hätte vielleicht doch... Ich muss mal auch meinen Spielsound lauter machen. Also da ist schon mal ein Schloss, ne? Da kommen wir nicht rein. Da leuchtet die Schubkarre. Das brauchst du nicht zu verwenden. Wieso leuchtet die? Aber die leuchtet doch. Sicher nur, dass ich da hier nach hinten gehe. Ich werde mich wahrscheinlich gleich tierisch erschrecken. Hallo? Ach nee. Nee, komm schon. Nein. What the fuck? Nein. What? Sich um Freilandhühner zu kümmern, ist schwierig. Sie laufen überall und sind schwer zu fangen. Manchmal stelle ich mir vor, sie mit einer Bratpfanne zu schlagen. Karen. Mhm. Das scheint Karens hübsches Bett zu sein. Ja. Großmutter hat mir dieses alte Statue vor langer Zeit geschenkt. Sie meinte, es könnte bei Bedarf die Magie der Windmühle aktivieren. Sie muss den Verstand verloren haben. Ich habe es auf dem Dachboden verstaut. Och, Karen. Oh, hier war was los. Ich habe heute auf dem Friedhof etwas gefunden, eine alte, mit Ketten umwickelte Kiste, ragte aus dem Boden. Ich habe sie herausgeholt und ein überriechender Wind blies mir ins Gesicht. Der Gestank war bestialisch, aber merkwürdigerweise wurde ich hungrig. Ha! Okay. Der heutige Tag war hart. Auf der Farm gibt es viel zu tun, ich bin erschöpft. Mein Mann Joe ist oft weg. Er ist wochenlang beruflich unterwegs, also leite ich die Farm allein. 10. Dezember 2015. Liebes Tagebuch, ich beginne hiermit aus Langeweile. Ich heiße Karen und habe zwei wunderschöne Kinder mit meinem Mann Joe. Ich habe diese Farm von meiner Großmutter Millicent geerbt. Okay. Ich bin so hungrig, seit ich diese Kiste geöffnet habe. Ich muss ständig ans Essen denken und bin leicht reizbar. Die Kinder waren äußerst nervig, aber auch sehr lecker. Bitte? Ich habe heute im Hof ein Huhn gegessen. Ich habe es nicht gekocht. Es roch so gut, ich konnte einfach nicht widerstehen. Oh.
Ich fühle mich fantastisch, aber etwas anderes passiert mit mir. Meine Haare sind weiß geworden und ausgefallen. Ich glaube, ich altere schnell und nehme zügig an Gewicht zu. Ich weiß nicht, ob ich ihr begegnen möchte. Ja. Ich hasse so Spiele. Das ist ein Peeling. Es liegt auch wieder ein Buch. Die große Lieferung des Unkrauts und Insektenvernichtungsmittel ist heute eingetroffen. Ich habe es stark reduziert erhalten, weil es abgelaufen ist. Man muss es zur Aktivierung mit Wasser mischen, aber es wirkt. Ich wette, zu viel davon könnte selbst einen Bären erledigen. Ja, ich möchte das irgendwie gerade gar nicht mehr spielen, das Spiel. Ja. Oh Gott. Wir tun so, als hören wir nichts. Wir sehen nichts. Das kann mich nicht essen, wenn ich jetzt hier lese, ne? Ich habe in der Scheune einige von Großmutters alten Aufzeichnungen durchgesehen. Sie glaubte an einige unfassbare Geschichten. Wenn ich jetzt hier wegklicke, bin ich tot, oder wie? Heilige Scheiße. Da leuchtet wieder was. Ach so, ist ein Engel. Och nö, nee, oder? Oh Gott. Ein Monster, das ist das. Ich wollte ihm eigentlich. Du bist zu schwach, um weiterzumachen. Ich wollte ihm eigentlich dieses Ding geben. Was passiert jetzt? Das isst mich. Heilige! Boah, ey! Boah. Here's the place. See if you can find anything worth bringing back to headquarters. Jetzt gehen wir mal in diese Richtung. Ich möchte nicht mehr in das Haus. Hier ist das Mittel wahrscheinlich, von dem wir gelesen haben. Also er ist schon hess. Gott. Komme ich nur in das Haus rein? Das ist ja blöd. Hä? Komm ich hier nicht durch? Ach so, ich denke, dass wir Schlüssel finden werden. Dann können wir hier... Müssen aber durchs Haus. Komm. Nein. Ja, hau ab. Ja, dass wir da solche Sachen öffnen können. Och Mann. Das mit der Schubkarre verstehe ich auch nicht. Oh, so weit waren wir schon mal. Also wir gehen definitiv jetzt nicht auf den... Oh, jetzt bin ich erschrocken. Also wir müssen hier.
Hä? Bitte was? Kann ich das vielleicht öffnen? Nee, warte, wir hatten da vorhin ein anderes. Hä? Oh Gott, was ist denn das hier? Ein Friedhof. Ach, ist das jetzt irgendwie öffnen hier? Okay. Das ist so ein Engel, wo wir vorhin aufgehoben haben, einfach in groß. Vielleicht muss ich das ja hier hinbringen. War da aber noch ein anderes Schloss? Ich glaube da drüben, ne? Was muss ich denn mit ihm? Da steht ganz viel so Zeugs. Kann ich da zwei nehmen? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh, hier steht was. Eine Rechnung. Farm Equipment. All-in-One-Gift für schädliche Pflanzen und Insekten. Dieses Produkt muss zur Aktivierung mit Wasser gemischt werden. Dieses Produkt ist abgelaufen und funktioniert möglicherweise nicht mehr. Nicht für den tierischen oder menschlichen Verzehr geeignet. Ups. Das sind ganz viele. Also gehe ich stark davon aus, dass wir das irgendwo verwenden müssen. Mit Wasser mischen. Ist auf der anderen Seite verschlossen. Okay. Kann ich das jetzt vielleicht... Was war das? Das brauchst du nicht zu verwenden. Haben wir da irgendwo Wasser? Hier, können wir noch rein? Ach, das ist jetzt die andere Seite, logisch, ja. Das lassen wir hier offen. Hühnchen. Hi, hi. Ich möchte nicht rein. Hä? Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Sie hat sich verändert. Sie wurde verrückt. Sie ist alles, Joe. Oh. Okay. Es tut mir leid für dich. Ich habe die Schlüssel für den Schuppen verloren. Ich konnte sie nicht finden. Ich werde wohl den Bolzenschneider verwenden müssen. Okay, den haben wir ja mittlerweile. Geht nicht in die Scheune. Sie ist weg. Die Kinder sind weg. Ich habe nichts, wofür es sich zu leben lohnt. Ich werde mich selbst als Köder benutzen und sie in der Scheune in eine Falle locken. Oh, ich kann mich scheinbar irgendwie verteidigen. Mit einer Pfanne. Es sind ganz viele Pfannen, die ich nehme. Ich versuche es jetzt. Ich werde wahrscheinlich gleich drauf gehen, aber... jetzt hoch. Oh, ich hasse Zeug, ey. Ist er wieder weg. The monster looks strong. Maybe there's a way to weaken her. Der ging hoch, ne? Ich möchte mal versuchen, ob ich dem eins rüberziehen kann. Einen Huhn gegessen. Da waren wir vorhin, ne? Da haben wir. Aber eben, es ist ja immer. Sie im Freiland
Sich um Freilandhühnerzucker ist schwierig, sie laufen überall und sind schwer zu fangen. Manchmal stelle ich mir vor, sie mit einer Bratpfanne zu schlagen. Tatsächlich ein anderer Text, ne? Das haben wir. Jetzt kommt er wieder. Ich versuche jetzt, ob ich den hauen kann irgendwie. Ich weiß nicht wie. Wir versuchen es einfach. Ich habe ihn doch einen, ich habe ihn keins gehauen. Okay, wahrscheinlich nicht. Du bist zu schwach, um weiterzumachen. Es ist mich. Ich werde das. Ich muss erstmal kurz dann schauen, wie das, was ich alles machen muss. Also irgendwie können wir auf jeden Fall. Sollten wir uns wahrscheinlich verteidigen können mit diesen Bratpfannen, wenn ich es richtig verstehe. Bolzenschneider, das habe ich noch geschnallt, ne? Kann man die Türen öffnen. Irgendwas wird dann sein, dass wir das mit Wasser verdünnen müssen, dieses Mittel, dieses Gift. Dass wir denen da schon entgegenwirken können. Also von daher, ja. Spannend ist es auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall eine weitere Folge bringen, aber erst muss ich tatsächlich ein bisschen spoilern, weil es wird hier gar nichts groß erklärt, natürlich, was zu tun ist. Bei den Puppen war es ja schlussendlich auch so, also man muss es ein bisschen selbst dann mit den Schriften, die man gefunden hatte, wie jetzt hier auch, rausfinden, okay, dies und jenes. Wäre auch möglich, wenn ich jetzt so überlege, dass wir unter Umständen ein Hühnchen erschlagen müssen und ihm das Hühnchen geben könnten zum Essen, damit er sich beruhigt. Dass nicht wir ihn hauen müssen, sondern wie es in der Schrift stand, ne, dass die Hühnchen hauen. Das könnte sein. Und dann könnten wir mit einem toten Huhn ihn vielleicht kurz beruhigen, wenn er uns angreift. Wäre möglich, könnte man testen. Aber ich mache mich erstmal schlau. Ich glaube, es ist besser, damit ich dann euch auch wirklich sagen kann, wie es funktioniert. Hat jedenfalls Spaß gemacht, mal wirklich eine Viertelstunde ein bisschen Herzrasen. War schön, wart ihr mit dabei und bis zur nächsten Folge. Tschüss!